Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok und der lieben Xiolin. Wir haben heute wieder ein Paket bekommen. So ein Paket, liebe Leute. So ungelogen, so ein Paket. Ja, so ein Paket. Da standen zwei Postboten vor der Tür. Titanic oder so? Ja, gut. Zwei Postboten standen vor der Tür, weil er den neuen anlernt. Also, es ist nicht so groß, dass sie es zu zweit liefern mussten. So, und ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Ich zeige euch mal, was wir da so haben. So, meine lieben Freunde, das ist das Paket von Newer. Newer? Spricht man so? Newer? Newbier? Naja, nicht ganz. Und da ist was ganz Besonderes drin, aber lasst euch einfach mal überraschen. Es ist wirklich schwer. Zeig mal. Ja, zu zweit geht's. Zu zweit geht's, ja, aber. Voll eingedrückt hier. Ja. Da ist sehr, sehr, sehr viel Zeug drin. Also wirklich nicht nur ein bisschen Zeug, sondern wirklich extrem viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das sind. Und das sind verschiedene Sachen. Wir wollen gucken. Wir wollen wissen, was drin ist. Also ich weiß es ja in der Theorie, aber ich frage mich, wie das alles da reinpassen soll. Ja, ich bin gespannt, wie es da drin sortiert ist. So, machen wir mal auf. Ich sehe ein Bettlaken. Ein Bettlaken, genau. Nein. Verplatzt. Mal gucken, ab wann ihr es erratet, was das ist. Genau, schreibt in die Kommentare. Ratet mit. Es sind drei Farben. Weiß, schwarz und grün. Mal schauen, ob ihr es erratet. Was ist das Stoff? Das ist Stoff, ja. Muss man anfassen? Kann man schon nicht sehen. Ja, das Bett kann man auch machen. Man muss mal laut reden, weil es so knastert. Und Stoff, ne? Ja. So. Fühlt sich nach Baumwolle an. Ist Baumwolle. Schönes Stoff. Was waren das jetzt? 3 Meter mal 2,60 Meter. Ja. Dreimal. So, das sind Klemmen. Ich wollte mir die jetzt an die Ohren hängen, aber... Das würde ich, Halleluja. Ich lassen, ja. Boah, da kann man Muskeln trainieren. Oh ja. Ah, da ist noch mehr hier drin. Ja, das sind ganz viele. Ja, die sind für den Stoff, liebe Leute. Bauen wir uns ein Indianerzelt. Das könnte man machen, gell? Oh, das haben wir mal bei Oma im Wohnzimmer unterm Tisch gemacht. Das könnte man machen, hier so eine, oh, eine Landschaft. Oh, das war immer so toll. Wer hat das auch gemacht früher? Oder macht das noch? Hol dir ein Messer. Ah, du hast es. Was ist hier drin? Ich glaube, das ist aus Metall. Ah, dann habe ich schon eine Vermutung. Echt? Ja, Metallstange. Fürs Zelt. Fürs Zelt. Eine Metallstange fürs Zelt. Eigentlich müsste das... Ah nee, das kann sogar sein. Aber ich dachte, das wäre hier drin. Aber das weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt mal eine Seite öffnen, ne? Ja, eine Seite da. Reicht. Okay, schauen wir mal. Oh ja, yeah. Das. Oh. 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 Das sieht aus, wie das, wo die Kamera drauf geht. Oh. Ist aber auch gut massiv. Wir haben lange überlegt, was wir genau nehmen. Und, Es sieht eigentlich recht stabil aus. Wir haben, ich glaube, hier muss es ein bisschen öffnen. Ah. Dann geht es leichter. Genau. Aha, ja, interessant. Das ist ja ein Stativ für etwas. Also ein Stativ. Ja, aber das wabbelig ist das nicht. Das nee. Also das ist wirklich das ist schon sehr stabil. Ja. Vielleicht nicht so stabil wie deins und nicht so schwer und massiv, aber das ist vollkommen okay, denke vollkommen in Ordnung. Sehen wir ja dann, ob es hält. Genau, ihr könnt immer noch raten, was das hier ist. So, was haben wir hier? Ich finde immer noch, das kommt in die Mitte, dann kommt hier der Stoff drüber und die Klemmen, um den irgendwie festzumachen. Das müssen wir eigentlich echt machen, gell? Lass 20 Likes da, wenn wir ein Zelt hier aufbauen, so eine Hülle, so mit Kuschelecke und... Oh! So, okay, was haben wir hier? Ist das schon richtig auf? Ja. Ja, hier geht noch mehr auf. Aha, das sieht mir so aus. Okay, also hier haben wir noch eine Stange. Können wir mal hier hinlegen. Wir haben hier 4 Stück davon. Wieso liegt hier eigentlich fettes Kabel? Ja, weil wir das gleich brauchen. Ach so. Ah. Da bringt jemand mit. Ja. Wir müssen im Feld ja auch irgendwie leuchten. Genau. Also, genau. Sieht jetzt alles so ein bisschen aus, als wäre das wirklich ein Zelt. Oh, noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Sieht aber ein bisschen anders. Ah, okay.
Ah, das könnte. Ah, da weiß ich, was das ja, ist. Ja, wie du sagst. Dann weiß ich, was das hier ist. Das gehört zu dem Stoff. Also es könnte ja wirklich vielleicht ein Pelz sein. So, jetzt kommen wir zu Big Joe. Big Joe. Tasche ist cool, ne? Ja. Was ist da so? Für Easter Eggs, wenn du es mitnehmen willst. Ich weiß zwar nicht wo, aber wenn man es mal mitnehmen will, das stimmt. Ich hab da schon eine gewisse Idee. Echt? Ja. Ich bin gespannt. Wobei. Das sind nochmal 20.000 Kisten. Okay. Ja, muss ja. Das muss ja alles irgendwo drin sein. Ja, das stimmt. Schauen wir hin. Das machen wir ganz zum Schluss. Was ist das? Ah! Das ist so ein. So muss ich schon zeigen. Weiß ich nicht. Ich zeig's schon mal. Okay. Also hier haben wir so ein. Das ist. Ich weiß auch immer, das ist. Also, das ist innen. So. Das ist wahrscheinlich zum Spannen oder so. Ja, denke ich auch. Ja, natürlich. Das ist jetzt das Zelt. Das kannst du hier dann so spannen. Das wird unser neuer Regenschirm. Ja, genau. Regenschirm. Und das da. Mein Pilz. Kommt nach. Das hier ist für vorne dann. Zum Verdecken, wenn man das möchte. Okay, ich verstehe. Alles klar. So, Mann, da hat man ja ganz schön was zu tun. Ja. Juhu, ich liebe aufbauen. Ja, ich auch. Ich finde das cool, ich mag eigentlich das. Eigentlich muss ich es gar nicht da rein tun. Nee. Ich kann es auch einfach drauf. So. Mal das da. Folien brauchen wir nicht mehr, gell? Nee. Dann haben wir hier noch so eins, also drei Stück sind das, glaube ich, von denen. Ja. So, was haben wir hier? Die heben wir uns zum Schluss auf. Oh, Yun Wang, der CEO von Newer Technologie, schreibt uns persönlich. Natürlich. Der kennt uns. Oh, vielleicht nicht so hoch stapeln. Ja, stapel nicht so hoch. Sei kein Hochstapler. Oh, der war gut. Entschuldigung. So, hier hast du was zum Aufmachen. Oh, ich weiß gar nicht, was hier. Ah, das könnten die für die hier sein. Drei Stück. Achso, die Außenumrandung. Die Außenumrandung von diesen Dingern da? Ja. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ja, es sieht nach Strom aus. Was sieht nach Strom aus? Also die Steckdose, jetzt verstehe ich vielleicht wirklich das. Kein Zelt, sondern, wer kann es schon erraten? Ja, das packt man gleich aus. Das ist wie Weihnachten. Es ist Weihnachten. Das ist viel, guck mal, viel besser als Weihnachten. Da ist eine Sicherung. Sicherung? Ja, wahrscheinlich, weil da schon recht viel Strom fließt auf den Dingern. Okay. Und wo tut man die hin? Die kommt doch da rein. Ah, da hast du noch eins. Das wird wahrscheinlich, ja, das ist dann logischerweise Nummer 3. Ja. 3 hiervon, 3 davon. Ist logisch. Das ist schon krass. Oh, das ist weiß. Das ist weiß? Ja. Nee, die Rückseite ist weiß, also die Vorderseite. Ach so. Das meiste ist kaputt. Das ist so viel Zeug. Und das sind noch mehr Metallstangen, oder? Ja, ich vermute mal. Also das ist fürs Zelt. Ja, jetzt komm, so langsam kannst du es. Oder? Ja, warte mal. Aber ich bin noch überlegen, für was das ist. Das sehen wir dann. Da. Guck mal hier. Das ist eigentlich. Nee, das ist. Ja doch. Das ist so ähnlich wie das da eigentlich. Ja, ja, aber wir haben noch 2 gleiche und ein anderes. Ja, dann ist ja wahrscheinlich die Besonderes dabei. Aber hier ist ja noch so ein Ding. Ja, das geht wahrscheinlich hier schräg drauf. Hm. Schauen wir mal. Was kriege ich, wenn ich recht habe? Hm. Du darfst es aufbauen. Da muss was mit feuchten Händedruck oder so. Wie wär's mit... Da muss ich aufs Bauch hin. Wie wär's mit Lebkuchen? Oder du kriegst ein Schoko. Ein was? Ein Schokokipferl. Ich will nichts zu essen. Ja, du willst doch trotzdem mal essen. Stimmt. Und das fühlt sich aber leicht an. Da passe ich diesmal nicht mehr rein. Ja, warum fühlt sich das so unglaublich leicht an? Wenn es nur der Arm ist, der dann weggeht. Weil ich nicht habe. Könnte es tatsächlich. So, gibt es irgendwo eine Anleitung? Nein, oder? Scheiße. Ja. So, merkt ihr, welche Teile wo drin waren?
Also wie gesagt, wir müssen das selber erschließen. Das hier gehört wohl da dazu, würde ich sagen. Ach du Scheiße, das wird was. Ohne Anleitung. Also hier keine Anleitung. Steht, er möchte, dass wir 100% zufrieden sind. Ich habe keine Anleitung. Da würde ich sagen, machen wir als erstes mit dem Stoff. Gibt es im Internet eine? Und neben, nee, gibt es auch nicht. Ist da, vielleicht ist da drunter eine. Ja, habe ich schon geguckt. Ach so. Ja, das ist eine Seifenpasche. So wild ist das nicht. Panik! Okay. Die Frau kriegt Panik. Ja. So, ja, gut. Wir haben uns Fotoequipment gekauft und dafür ist diese Lampe hier und der Stoff für ein Greenscreen. Wir werden niemals professionell werden, aber man will ein bisschen einfach mehr spielen und mehr machen, mehr Möglichkeiten haben. Deswegen haben wir uns das mal geholt. Und da haben wir uns gleich hier dieses ganze Set gesagt. Und ich bin mega gespannt auf die Lampenschirme. Oder wie nennen sich das? Softbox. Ja, Softbox heißt das, genau. Und ich habe Angeln. Ja, wahrscheinlich. Und mit diesen Softboxen soll man sehr natürliches Licht hinkriegen, weil wir oft manchmal doch das Problem haben, wenn wir abends Videos machen, dass es etwas dunkel ist. Ja, deswegen sitzen wir hier, weil hier ist gutes Licht. Genau, und ja, und dann haben wir einen schönen Greenscreen noch und dann könnte man theoretisch Unboxing am Strand machen. Du meinst Bikini-Fotos. Ja, das. Ja, gut, genau. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Ich hab's drin. Oh, jetzt wird's aber kritisch. Jetzt nimmt's Formen an. Ich dachte wirklich, es hat so Regenschirmformen, aber jetzt sind sie sehr viereckig. Ja, viel Spaß beim nächsten. Erster! Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bereite dir schon mal das dritte vor. Chroma-Key, oder was ist das? Chroma-Key, ja. Chroma-Key. Bin ich jetzt ein Profi, oder was? Aha. Wir kämpfen. Go, Xarok. Feuern wir ihn alle mal ein. Xarok, Xarok, Xarok. Nur eins. Leuchte dich mal an. Hell, oh, da darf man gar nicht reingucken. Es gehen aber nur zwei. Hast du ja, da kann man zwei machen. Ah, okay. Boah, das ist schon krass. Boah, verdammt. Wow. So, und jetzt kommt davor. Kriegt man einen Sonnenbrand. Ah, okay. Und dann sieht das so aus. Da wird's taghell. Tada! Jetzt hat man ein sehr schönes, gleichmäßiges Licht. Danke. Gewöhnt sich schon mal dran. Ja. Man braucht Platz, definitiv. Ja, definitiv. Vor allem, also eigentlich reichen ja dann zwei Lampen. Ja. Das ist jetzt. Oder weißt du, dass das für die Lampen ist? Achso, warte mal. Ah, okay, weil hier sind jeweils drei, vier. Aber guck mal, wie hell es wird. Ja, wow. Krass, mit einer so einer Lampe wird es voll hell. Schon krass. Das gefällt mir. Ich liebe so ein Stuff. Da muss ich ja glatt jetzt im Winter, wo ich nicht rausgehen kann zum Fotografieren, also weil es da kalt ist, mal hier drin ein paar Fotos versuchen. Wenn ich den Leo hinsetze, ja, genau. Mach mal ein Foto von dir, Leo. Das kommt dann auf die Weihnachtskarte. Nein, Schmann, was machen wir gleich? Uah, ich habe reingeguckt. Welche von mir? So viel Licht! Nicht schlecht. Das gibt's doch Setz nicht. Mal hin. So, meine lieben Freunde, ja, also das ist wirklich, wirklich mega, mega cool. Ich fühle mich so grün und so überbelichtet. Aber so in der Kamera sieht das echt perfekt aus, das Licht. Also sieht sehr, sehr hell und natürlich aus, in Anführungszeichen. Also man, du strahlst. Ja, man sieht alles klar und deutlich. Das ist halt wirklich cool. Aber es braucht extrem viel Platz. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen und wo wir das dann effizient hinstellen können, damit wir das auch damit wirklich dann arbeiten können. Und ja, es ist cooles Zeug. Hat auch gar nicht so viel gekostet, wie man jetzt meint, dass das kosten würde. Es ist wirklich nicht teuer. Ich habe mal unten in die Beschreibung mal einen Link rein. Wenn euch sowas auch mal interessiert, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Da gibt es auch kleinere Sets, wo nicht so viel dabei ist. Und ja,
nettes Spielzeug. Man kann sich auf jeden Fall damit ein bisschen rumprobieren, experimentieren, ein bisschen ausprobieren. Das werden wir jetzt auch machen. Und ihr werdet dann ganz bestimmt bald davon mehr sehen und erfahren. Und ja, genau. Bis dann. Tschüss.